Ui, wie schön. Hat was. Jetzt müssen wir... Was wir vergessen haben, ist... wie kommen wir eigentlich zurück? Das ist eine sehr gute Frage, ne? Also ich weiß nicht, ob ich nochmal an dem Kraken vorbei möchte, ehrlich gesagt. Aber wir sind doch jetzt Freunde. Stimmt auch. Meinst du, wir können den Jester hierher locken? Ich weiß nicht. Hi. Hi, ist ziemlich schwer, das Ding leider. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, wenn wir wieder zurückkommen. Guck mal, das ist ein Luftballon. Hm. Ich glaube, das wird eine ziemlich wilde Fahrt nach oben. Schau mal, Haie. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das besser macht. Schöne Tiere. Aber weißt du, was mich positiv stimmt? Ich kann unser schönes Rädchen hier einsetzen. Und das bedeutet, das hier haben die Dörfler gebaut und nicht der komische Narr. Meins. So, jetzt kriegt es keiner. Alle mal hinsetzen, hä? Auf die wilde Reise. Ich meine, es hat mit einer Achterbahnfahrt sind wir hierher gekommen und mit einer Wasserfahrrutsche, das klingt nicht so gut. Ne, rotes Licht ist meistens nicht so toll, ne? Wenn jetzt hier gleich Wasser eintritt, raste ich aus. Nicht nur du. Nicht nur du. Ready for takeoff. Oh, wieder ganz oben. Ja, wir sind in Anführungszeichen wieder zu Hause. Ehrlich gesagt habe ich damit nicht gerechnet, dass wir hier oben rauskommen. Wir haben uns durch das Eis geboxt mit unserem U-Boot. Warum sind hier so viele Raben? Warum fliegen sie im Kreis um die Königsstatue rum, ist ja die viel größere Frage. Und wir müssen dieses Rad irgendwo hinlegen. Ich meine, wir müssen am Ende ja wieder zurück zum Turm, ne? Vielleicht jetzt direkt mit dem Rad dahin fahren? Ja, vielleicht, ne? Oder wir lassen es hier liegen und gehen jetzt zum nächsten, oder? Das könnten wir auch machen, allerdings ich weiß nicht, ob wir die so problemlos transportieren können zu mehreren. Na, lass sie mal wegbringen. Hattest du gesehen, dass die Raben rote Augen hatten? Nein, und ich hätte sehr gut ohne diese Information leben können. Haha. Weißt du, was noch rot glühend ist? Der Vertrag an deinem Arm. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich hatte ihn schon fast vergessen. Aber weißt du, was wirklich gut ist? Dass wir nicht da sind. Das ist wahr.
Obwohl der Mond ziemlich schön ist. Ja, komm, setzen wir erstmal das eine Rad ein und hoffen, dass uns die Dörfler beschützen vor dem König und dem Narr. Erinnerst du dich noch an das Musikrätsel? Good Times. Schon so ewig her, ne? Gefühlt ja. Kannst du das irgendwo einsetzen? Ja, an welcher Stelle? Weil anscheinend kann das an jeder Stelle kommen. Naja. Ich hab's einfach mal da reingesetzt. Vielleicht ist es ja auch egal, wo man es einsetzt. Aber anscheinend ist das das Frontstück gewesen. Naja, wir haben ein Drittel des Weges hier weg geschafft. Halleluja. Meinst du echt, das sind nur die drei Sachen und dann kommen wir nach Hause? Man wird doch wohl noch hoffen dürfen. Ich habe so schlechte Erfahrungen. Also der Narr wird uns nicht freiwillig gehen lassen, das kann ich dir sagen. Aber wenn wir es schaffen, weg zu sein, bevor er in der Lage ist, uns zu finden. Er meinte ja, dass wir nicht aufspürbar sind, warum auch immer. Ich weiß jetzt nicht, ob das hilft, dass uns die Raben da unten gesehen haben, aber vielleicht weiß er ja nicht, wo wir sind und sucht uns nur die ganze Zeit und wir sind weg, bevor er was merkt. Guck mal, sind die hier links auf dem Dach gerade auch schon da gewesen? Ich sehe auf jeden Fall die rot leuchtenden Augen, die du meintest. Beruhigend, oder? Ja, aber ich würde sagen, dann gehen wir als nächstes zum Vault. Weil rechts nach links, dann wissen wir, wo wir schon gewesen sind. Was war das? Hallo, irgendwer da? Knock, knock. Da sind Gitter vor, also behaupte ich mal, das ist das Gefängnis, also will ich da nicht rein. Ich hatte genug. Ich möchte da auch nicht rein. Was hast du gegen Skelette? Solange sie sich nicht bewegen, gar nichts. Ich meine, es sind jetzt nicht unbedingt die ersten Skelettehände, die wir gesehen haben. Ja, aber diese sind aus Stein gemeißelt. Die Tür hat irgendwie was Tödliches, oder? Ich meine, ja, das Tor aber auch. Und warte mal, bevor wir, was drehen wir hier überhaupt? Hier unten sind zwei Eisenketten. Und hier sind auch zwei Eisenketten. Ich befürchte, dass wir dieses Tor zumachen und das andere öffnen. Das sieht zumindest so aus, ja. Also das eine geht auf jeden Fall zu. Wenn jetzt das andere nicht aufgeht, kriege ich einen Anfall. Hallo. Warum ist die Atmosphäre direkt so ätherisch, grün, leuchtend mäßig geworden? Ich weiß auch nicht, aber irgendwie gefällt mir das gar nicht. Aber wir wollen ja hier weg, ne? Ja, geh du mal vor. Hallo, Monster! Hallo, hallo! Ich weiß nicht, ob Rennen und Schreien so eine gute Option ist. Vielleicht sollte ich mehr Abstand halten zu dir.
Erneut diese Raben. Schuh. Ja, habe ich zwei von an. Und du? Ich habe einen Sarg gefunden. Ich habe mehrere Särge gefunden. Ich habe einen Sarg gefunden, der türkis leuchtet. Monster! Warum hast du das gemacht? Hallo? Hi. Warum öffnest du den grün leuchtenden Saal? Weiß nicht, ich hab was für... Das hat geleuchtet. Du bist auf jeden Fall in den Brunnen gefallen. Ist bei dir irgendwie... Der Brunnen ist oben mit Geröll zugefallen. Ich kann dich nicht ausbuddeln. Das bisschen Licht, was von oben reinfällt, strahlt auf unseren, auf einen unserer vorherigen Kollegen, die hier anscheinend... Hallo, Sir? Leben Sie noch? Nein, nein, er ist nicht am Leben. Er ist aber auch nicht tot noch am Leben. Das ist schon mal gut. Er hat hier eine... Ich habe hier eine Spitzhacke und ein Stück Papier. Moment, da steht was drauf. It lies hidden within the vault. I'm sure of it. But I could not find the keys. Okay. Ich gehe mal ein Stück weiter. Hier ist... Ich bin, glaube ich, bei den... Ich nenn's mal Friedhofstoren. Aber da ist wieder eine große Eule drüber. Das ist doch eigentlich das Zeichen von unseren Freunden. Also ich kann hier nur weiter, indem ich mit der Spitzhacke ein paar Steine beiseite räume. Die Friedhofstore haben sich soeben hinter mir geschlossen. Und ich komme nicht mehr weg. Na bravo. Außerdem ist hier ein großes Mausoleum in der Mitte, um das hunderte Krähen in so einem riesigen Wirbelsturm kreisen. Na dann aber ganz schnell dahin. Das sieht sehr gut aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich eine andere Möglichkeit habe, als dahin zu gehen. Ich bin stärker als gedacht. Ich habe nur einen Schlag gebraucht, um die Mauer einzureißen. Ich habe hier eine Mauer, die aussieht, als könnte sie kaputt gehen. Aber ich kann sie nicht umwerfen. Aber dahinter ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg. Wenn du mit deiner Spitzhacke hier wärst, könntest du den Weg öffnen. Ja, es ist so, so dunkel. Gott sei Dank habe ich wieder eine Fackel gefunden. Oh. Mein Gott, da ist eine Spinne. Da ist eine große, große Spinne. Igitt. Und ich habe drei Richtungen, in denen ich laufen kann. Und da ist eine Spinne. Habe ich das schon erwähnt? Ja, ich habe hier ohne Ende... Ich kann... Hier ist ein Brunnen, wo ich etwas hochziehen kann. Die Spinne hat übrigens auch rote Augen.
Dann bleib weg von ihr. Ich kann hier, wenn du einen weiteren Brunneneingang findest, ich habe hier noch einen. Da ist auch ein Eimer dran. Ich könnte dich hier hochziehen. Moment, ich guck mal kurz meine drei Optionen nach. Also die erste ist schon mal eine Sackgasse. Nummer 2 geht irgendwo hoch. Endet aber auch in der Sackgasse. Also es ist Weg Nummer 3. Also ich bin gerade ins Mausoleum reingegangen. Und hier ist das Erste, das uns eventuell helfen könnte. Ich habe hier wieder Symbole, zwei verschiedene Kronen, ne, zwei gleiche Kronen, eine Kette, ein Buch und halt diese Zeichen, die wir schon mal gesehen haben und die Hälfte einer Platte, auf denen so eine Art Weg zwischen diesen Zeichen markiert ist, aber nur die Hälfte. Ich habe eine andere Spinne gefunden, die noch größer ist als die, die ich gerade gesehen habe und die leuchtet auch rot. Kann ich bitte hier wieder rauskommen? Ganz schnell. Also, du brauchst einen weiteren Eingang. Ich bin hier oben. Hier ist alles voll Spinnen und alle haben rote Augen. Wo bin ich hier? Ich habe hier auch eine Tafel mit Symbolen. Und eine halbe Tafel. Wahrscheinlich hast du die andere Hälfte, kann das sein? Ja, die müsste, ist in der, genau in der Mitte durchgebrochen und hat halt quasi so eine Art Startpunkt, also es sind immer so Doppelpfeile zwischen den Symbolen. Ja, die habe ich auch. Okay, und die unteren Symbole kann ich rausnehmen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Sachen zueinander passend machen, oder was? Ja, wahrscheinlich müssen wir die Paare machen. Hast du eine Kette, die du umlegen kannst, irgendwie? Negativ. Warte, ich kann hier das Buch zur Kette, das ist aber richtig. Also ich habe Trank zu Buch, Buch zu Kette, Kette zu Königskrone, Königskrone zu Fragezeichen. Das ist dann deine Hälfte. Ah, und die mit drei Zacken ist wahrscheinlich die Königin? Vielleicht, aber warte mal, wenn ich hier ein Symbol rausnehme, ich habe hier noch so eine Maschine. Guck mal, ob bei dir was passiert. Beziehungsweise neben der Tafel bei mir ist noch so ein Ding, wo ich die diese Platten reinlegen kann. Kannst du das auch? Ich konnte vier Platten entfernen und muss sie wahrscheinlich in einer anderen Reihenfolge wieder reinpacken, ja. Ja, nee, nicht entfernen, sondern ich habe quasi daneben, das ist noch so ein extra Ding. Etwas, wo ich eine dieser Platten, also ich habe auch diese vier Platten zum Rausnehmen, aber auch etwas, wo ich eine Platte reinlegen kann. Oh, Moment. Was? Wo? Ich habe vier Symbole rausgenommen. Die erste war, ich habe jetzt noch einen Trank, eine Kette, was du schon sagtest, und noch die andere Krone. Okay, ich glaube, ich habe es soweit verstanden.
Weil ich habe bei mir, habe ich Kette zu Buch eine Sache. Und wenn ich da das Buch bei dem Kettensymbol bei mir reinbaue, dann lockt sich das ein. Du müsstest irgendeine Möglichkeit haben, mir Dinge zu sch... Entschuldigung, was war das letzte? Du müsstest eine Möglichkeit... Wir müssten eine Möglichkeit haben, die Taler, die wir haben, zu tauschen. Okay, also ich habe die Uhr... Die Uhr habe ich unter die drei... also drei Zacken... Also die Krone hat drei Zacken, das wollte ich damit sagen. Und die hat sich jetzt auch eingeloggt. Okay, was ist bei dir ganz in der Mitte? Das quasi das Symbol, wo die Abbruchkante dran ist. Ja, ganz oben in der ganz oben von dem Ding ist die Krone mit den drei Zacken. Ja, die lockt sich bei mir auch ein. Die Sache ist, ich brauche dein Ketten... Entschuldigung. Ich brauche dein Kettensymbol. Guck dich mal im Raum um, ob da etwas ist, wo du noch Sachen reinlegen kannst. Ah, hier. Ja, warte, und jetzt pack bei dir mal die Kette da rein. Ja. Ah, jetzt. Nee, die Kette ist immer noch drin. Das dreht sich die ganze Zeit. Ah, vielleicht. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Diese Doppelpfeile heißt, nur das kann man untereinander tauschen. Das heißt, wenn ich die Kette habe, also ich brauche die Kette bei mir und ich kann aber die Kette nur gegen das Buch tauschen und das Buch gegen den Trank. Also ich brauche ein, warte mal, aber ich hab auf meiner Seite habe ich jetzt die eine Krone, die kann ich tauschen untereinander mit der Uhrzeit, die Uhrzeit dann mit dem Schwert und das Schwert mit dem Schild. Ja, pack bei dir mal den Trank rein, bitte. Hab ich? Oh, jetzt habe ich das Buch. Genau, das Problem ist, das Buch brauche ich wieder. Ja, mit dem Buch kann ich hier unten auch nichts anfangen. Was ist bei dir ganz unten in der Ecke? Bei mir unten links in der Ecke ist das Schild. Okay, und neben dem Schild ist welches Symbol? Das Schwert. Okay, die habe ich beide. Und da drüber ist welches Symbol? Eine Uhr. Die habe ich nicht. Also, du hast ja ein paar eingeloggte Sachen. Du brauchst auf jeden Fall das Schild. Also, pack mal die Uhr rein. Die Uhr habe ich schon gelockt bei der anderen Krone. Ja, dann nimm die mal wieder. Du kannst sie immer noch wieder rausnehmen. Weil wir müssen gucken, dass wir uns über diese Tabelle die Sachen rübertauschen, dass wir das haben. Wir brauchen die vier richtigen bei uns. Ich habe welche, die du brauchst, und du hast welche, die ich brauche. Ah, also ich habe hier nämlich das Schwert, das Schild, die Dreierkrone und noch ein Schwert. Das heißt, ich brauche einmal ein Schild von dir und wahrscheinlich... Oder wenn du zwei Schilde hast? Nee, Schild ist unten links, das brauchst du ja nur einmal. Ach so. Dann brauche ich ein Schild, die Uhrzeit. Ach, und unter die Dreierkrone kommt wahrscheinlich eine andere Krone, ha? Huh? Ich habe beide Kronen bei mir. Ich brauche die Dreierkrone und ich brauche, wenn ich das obere ignoriere, dann muss ich bei mir einsetzen, einmal die Dreierkrone, die habe ich. Einmal die Kette, die fehlt mir.
einmal das Buch, das fehlt mir, und einmal den Trank, den habe ich. Okay. Was möchtest du jetzt von mir haben? Ich habe das Buch, die Uhr und die Kette. Ja, pack mal kurz die Uhr bei dir rein. Ist drin. Weil die Uhr müsste ich gegen die Dreierkrone tauschen können. Aber warte, die Dreierkrone kann ich dann gegen nichts tauschen. Jetzt müsstest du das Schwert, das Schild bei dir haben. Ja, und ich bräuchte jetzt quasi nur noch ein Schwert und die Uhrzeit. Ja, das Problem ist, wie tausche ich dir das Schwert rüber, ohne dass ich dann danach wieder das Schild habe, ne? Weil das einzig andere, gegen das ich das Schwert tauschen könnte, ist ja die Uhr. Aber die Uhr habe ich auch. Hast du die Dreierkrone bei dir? Nein, ich habe nur die andere Krone. Die Fünfer. Ja, warte, dann pack mal die Fünferkrone rein. Und lass die Dreierkrone mal da drin liegen. So, jetzt haben wir das Schwert bei dir. Du hast das Buch auch, du hast das Buch und die Kette da, richtig? Ja, und beide brauche ich nicht. Okay, ich habe ne Idee, wenn wir immer runter, also wenn wir immer quasi runter tauschen, also pack mal die Kette rein und ich tausche die dir dann runter bis zur Uhr. Und dann packst du das Buch rein und wir tauschen das dann runter bis zum nächsten von dir. Das müsste doch gehen, oder? Weiß nicht, die Kette ist drin. Also einfach drinnen liegen lassen. Okay, dann nimm das jetzt mal raus und pack als nächstes das Buch rein. Ist drin. Wenn ich mir die jetzt nehme, dann bin ich fertig. Warte mal, ich glaube ich auch, oder? Ja, das war's sogar schon. Cool, das war einfach. Okay, hier geht's weiter runter. Bei mir geht's auch weiter runter, aber ich muss dir kurz noch eine Sache erzählen. Hier sind ganz viele Türen, die aussehen, als würden sie jeden Moment einstürzen. Also Gänge, die aussehen, als würden sie jeden Moment einstürzen. Also die sind blockiert und die Mauer müsste man eigentlich, wenn man feste genug dagegen rennt, kaputtschlagen können. Und da habe ich ganz viele Tore. Über einem ist eine Laute.
über einem dieses komische Lineal, was wir schon hatten mit dem Hammer, dann die Zahnräder, das sind wieder die Sachen von den Dorfbewohnern. Ich höre hier eine Kette sich bewegen. Okay, ich gehe dann auch mal runter. Ich glaube, dass vielleicht kommen wir da später lang. Ist alles voll Spinnen, ich möchte hier raus. Ich habe noch nichts Lebendes gesehen. Tausche gerne. Ich korrigiere, ich habe Spinnenweben gefunden, aber keine Spinnen bisher. Hey, ich sehe dich. Oh, hi. Ich sehe die Spinne in der Ecke und die andere über mir. Ja, und die sind hier überall. Ich habe keine Lust mehr. Ich brauche ein Zahnrad. Warte, ich kann hier durchbrechen. Okay, hier ist eine Flüssigkeit, ein Brunnen. Wir haben mehr Spinnen. Yay. Was steht hier? Als Uhrmacherin bewunderte sie den V. Oh, hier sind die vier Familien mit dem Glasbläser und dem Uhrenmacher und sowas. Ich meine, das müsste ich habe oben vier Durchgänge, durch die ich nicht durchkomme. Wenn das mit den vier Familien übereinstimmt, vielleicht ist das dann der jeweilige Familienfriedhof. Ich kann dich auf jeden Fall rauslassen und dir das Tor öffnen, wenn ich ein Zahnrad bekomme. Also mein Tor hier hat vier Hände, die ineinander quasi sich immer am Handgelenk fassen, und in jeder Hand, auf jedem Handrücken ist ein Schlüsselloch. Kannst du mir die Spitzhacke durch die Gitterstäbe reichen? Warte, ich habe hier noch was. Fünf Schlüssel, die mit den Bewohnern unserer Stadt begraben wurden. Übrig für diejenigen, die sich der bösen Krone widersetzen. Wir widersetzen uns nicht, wir wollen hier weg. Ich habe hier einen Sarg, den ich... Ich habe hier Särge, die ich öffnen kann. Das hat ja letztes Mal so super funktioniert. Ah, und einen halben Familienbaum vom Uhrenmacher. Ah, okay, wir sind echt auf dem Friedhof der Familien. Ich komme mal eben wieder nach oben gucken, ob wir die Spitzhacke tauschen können, ha? Ja, weil die würde mir helfen, dann komme ich nämlich oben weiter. Ich glaube, die passt da nicht durch. Das ist nicht so gut, weil ich kann ansonsten hier nichts machen. Dann gehe ich mal ein paar Särge öffnen, oder? Viel Spaß dabei. Ich meine, immerhin kannst du da nicht in den nächsten Brunnen fallen. So, das hier sind die Glasbläser. Sarg Nummer 1 ist leer. Sarg Nummer 2 ist leer.
Hier sind die Steinmetze oder wie auch immer. Ja. Ja. Sein mit XXX gekennzeichnetes Grab liegt in der Reihe seines Vaters. Also, die Sache ist die, ich hatte hier eine, ich muss mal kurz gucken, ob ich die Stelle wiederfinde. Ich hatte hier eine Stelle, wo ich mehr vom Friedhof sehen konnte. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Gräber gesehen. Aber genau, von hier aus. Hier sind ganz viele Gräber in Reihen und sonst wie. Aber da komme ich nicht hin, weil ich nicht durch diese halb verfallenen Mauern durchkomme. Okay, der zweite hat auch eine Botschaft. Der zweite Sarg. Er wählte den Vogel, den er liebt, als Namen für seinen Sohn. Raven? Hast du bei dir zufällig irgendwo einen Eimer auf einem Boden stehen? Ja, mit Flüssigkeit drin. Flüssigkeit, warte. Was passiert? Weil ich habe hier immer noch... Ich kann hier Sachen hochziehen. Ja, du ziehst meinen Eimer hoch. Kannst du darauf die Spitzhacke vielleicht legen? Ja, in der Tat kann ich. Weil hier müsste die hochpassen, weil dann komme ich nämlich weiter. Okay, folgendes. Also ich muss das richtige Grab finden. Und ich habe hier diese. Ich habe hier vier mögliche Wege mit Zahnrädern, mit Hammer und Lineal, mit Laute und noch irgendwas. Kannst du das irgendwie zuordnen? Ja, das sind die verschiedenen Familien. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit der Familie Zahnrad an. Moment, ich öffne noch ein paar Särge. Also ich bin jetzt auf dem Friedhofsbereich der Zahnräder und habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, Achtung, 14. Die Zahnradfamilie. Ich würde einfach sagen, das sind die Uhrmacher. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Deren Stammbaum quasi habe ich hier nur zur Hälfte. Okay. Und was ist der Hinweis für das Grab? Moment, ich glaube, die sind ganz... Also ich glaube nicht, dass die zu den Familien gehören. Hier ist eine... Hier ist noch etwas. Eine Abbildung von vier verschiedenen Vögeln. Falcon, Robin, Peacock und also der Schwan sind verstorben und hofften von den Vögeln, die sie im Leben liebten, ins Jenseits geleitet zu werden. Das passt. Also ich habe auf den Gräbern hier, ich habe ein paar Gräber mit einem Schwan drauf. Ich habe eins mit irgendwie so einer Art Finken drauf und eins mit dem Pfau drauf. Alles andere sind Schwäne. Und ein paar Gräber ohne alles. Okay, also bei den Glocken, schlag mich tot, ist hier ein Grab, das heißt, die Stein, ich weiß den blöden Namen, die Stienhuwere, die neben ihrem Bruder schläft. Ich meine, es muss ja irgendwie einen Hinweis geben, in welchem Grab der Schlüssel liegt, weil ich glaube, die Typen sind ziemlich sauer, wenn du das falsche Grab öffnest. Wenn ich jetzt zu den Schwänen gehe, ich habe hier ein Grab mit Schwan von Sybrand, ein Schwanengrab von Schwanhild,
Eins von Robin und eins von Aleide. Das sind nur die mit Schwänen drauf. Es gibt noch mehr. Also das erste Grab, was ich ja gesehen habe, was schon offen war, sagt, als Uhrmacherin bewunderte sie den V. Okay, es gibt nur ein Grab mit einem V drauf. Und das ist von Trudeen, 1256 bis 1339. Ich guck noch mal kurz, ob es noch mehr Pfauen gibt. Aber ist das auch das Grab, in dem der Schlüssel ist? Weiß ich nicht. Also das ist quasi die erste Botschaft. Ich meine, vielleicht muss ich so eine Art Weg konstruieren. Das, also, das ist alles nur die Zahnradfamilie. Alle anderen Familien spielen keine Rolle. Die mit dem V ist auf jeden Fall eindeutig. Es gibt nur ein Grab mit V. Aber das, ich meine, ich kann das jetzt einfach mal öffnen. Aber vielleicht gibt es da noch mehr. Ich will halt ungern das falsche Grab öffnen, weil... Grabschändung ist ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Ich meine, ja, wir sind dazu gezwungen, aber... Ich muss ja nicht mehr Gräber schänden als unbedingt nötig. Ich habe einen Schlüssel mit Zahnrädern im Pfauengrab gefunden. Okay. Dann gehe ich jetzt als nächstes in den Bereich mit Hammer und Lineal. Okay. Hier sind auch wieder eine Menge Gräber. Ein paar der Namen kennen wir schon. Ide liegt hier und Isebrand. Ein Grab gibt es, auf dem nur XXX steht. Da ist aber auch wieder... Es gibt aber auch wieder Vögel auf den Gräbern hier. Ja, Moment, das mit dem XXX, das hatte ich ja hier unten als Nachricht. Warte mal. Wo war der denn jetzt? Ah, hier. Sein mit XXX gekennzeichnetes Grab liegt in der Reihe seines Vaters. Und der einzige Stammbaum, der XXX hatte... ...war Glase... Also die Glas... Bläser. Also ich muss halt irgendwie auf das richtige Grab kommen. Und irgendwie weiß ich nicht, ob ich jetzt direkt auf das XXX-Grab einschlagen soll. Weil ich habe hier halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich habe hier 14 Gräber als Möglichkeit. Aber wenn du sagst, in dem Grab von XXX, in derselben Reihe liegt auch sein Vater, dann müssten das Ide oder Isebrand sein, jeweils mit Y geschrieben. Das Ding ist, das XXX ist ja von den Glasbläsern, aber der Sarg liegt halt bei einer anderen Familie. Ha. Ich meine, was hast du an Hinweisen genau da? Hast du irgendeinen Hinweis, bei dem es um Schlüssel geht? Weil du brauchst ja 4 Schlüssel von mir. Also nichts Konkretes über irgendwelche Schlüssel, nein. Ich meine,
Soll ich das XXX-Grab jetzt einfach mal aufschlagen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also, ich meine, was die Familie mit dem Hammer und dem Lineal. Gehen wir doch erstmal zu denen. Was hast du für Hinweise, die mit denen zu tun haben? Das waren ja diese Steen Hubere. So, und ich habe hier halt den vollen Stammbaum quasi von denen. Okay, ist da irgendwas markiert oder so? Also du siehst darauf nur, bei jedem männlichen Namen ist halt ein männliches Zeichen. Und bei jedem weiblichen Namen ein weibliches Zeichen, dass du weißt, wer ist. Aber so Kennzeichnungen nicht, nein. Du siehst ja noch, wer halt zusammen verheiratet war und welche Kinder es Bündnis die beiden halt gemacht haben. Und irgendwie heißen voll viele Leute Ide. Jetzt ist die Frage, wir müssen ja irgendwie rausfinden, in welchem Grab der Schlüssel sich befindet. Da muss es ja irgendeine Regel geben für... Ich weiß eigentlich, warum bei Stein und Lineal, ne? Da habe ich zwei Särge und auf dem einen Sarg steht, er wählte den Vogel, den er liebt, als Namen für seinen Sohn. Okay, das ist doch schon mal ein vernünftiger Hinweis. Und was steht auf dem anderen Grab? Das war es mit sein mit XXX gekennzeichnetes Grab liegt in der Reihe seines Vaters. Was aber hier keinen Sinn macht, weil die haben kein XXX bei denen in der Familie quasi. Das war bei den anderen. Ja, aber wenn ich jetzt sage, okay, also wenn wir der Vater gab dem Sohn den Namen seines Lieblingsvogels. Und wenn er in der Reihe des Vaters liegt, ich habe hier Ide und einmal Isebrand und ganz hinten noch Robin, aber der liegt so komplett abseits. Also die Familie, die halt dieses XXX hat im Stammbaum, die haben keine Isebrand. Ja, aber wenn du sagst, dass er den Namen, seinem Sohn den Namen seines Lieblingsvogels gegeben hat. Und wir haben ja vorher schon gelernt, dass sie ihren Lieblingsvogel immer auf ihre Gräber draufgepackt haben. Das heißt, wenn ich das Grab des Vaters ausfindig machen kann und sehe, welcher Vogel da drauf ist, muss ich nur noch ein Grab finden, bei dem der Name dem Vogel entspricht. Oder nicht? Und da habe ich nur noch zwei Gräber, die was sagen. Und das ist der letzte Nachkomme der Glaserlinie. Und die Stienhuwere, die neben ihrem Bruder schläft. Ja, das ist. Ich habe hier übrigens noch mehr Gräber mit XXX. Ich bin gerade mal spaßeshalber zu dem lauten Ding gegangen. Da ist auch ein Grab mit XXX. Und überall sind aber diese Vögel drauf. Das heißt aber, ich müsste eigentlich doch. Moment, ich kann mal vielleicht gucken, ob es eine Tafel gibt. Hier bei den. Bonn. Blabla. Da heißt der Vater Robin und sein Sohn Robin und Isebrand. Sein Sohn Robin und seine Tochter Isebrand. Na, warte halt. Isebrand ist ein männlicher Name.
Ja, das klingt aber gar nicht mal so schlecht, weil wir haben ja dieses XXX liegt in der Reihe seines Vaters. Und wenn ich jetzt überlege, in der Reihe seines Vaters, also wenn ich mir hier die Reihe von XXX nehme, dann sind in der Reihe Isebrand, Ide und ein Stückchen weiter weg, aber so ein bisschen komplett eigen liegt Robin. Also wie gesagt, Glasbläserfamilie, da heißen die Eltern von dem XXX-Grab, der hat übrigens, der oder diejenige hat vier verschiedene Geschwister von Bruno und Machtilden. Also wenn der Vater Robin hieß, da ist ein Rotkehlchen abgebildet. Was heißt der Name eines Rotkehlchens auf Englisch? Robin. Ich glaube nicht, weil es wurde ja gesagt, dass der seinen Sohn nach seinem Lieblingsvogel benannt hat. Und wenn sein Lieblingsvogel das Rotkehlchen ist. Pass auf, ich habe hier eine Tafel, ja? Da sind vier Vögel drauf. Ein Falke. Ich denke, das ist ein Rotkehlchen, was dann ein V und ein Schwan. Und unten drunter stehen unter dem Falke Falkon, unter dem Rotkehlchen, denke ich mal. Das ist so ein kleiner Vogel, süßer Vogel. Da steht Robin drunter. Okay, dann schlage ich mal auf das Robin-Grab. Das war nicht gut. Ich habe die Geister freigelassen. Und ich befürchte, ich bin jetzt ein bisschen besessen. Ich habe den Schlag hier unten gehört und die Geister waren nicht, die hatten da keinen Bock drauf. Okay, das heißt aber, wir müssen das richtige Grab finden. Ich habe halt so absolut keine Ahnung. Die Leute sind sehr unkreativ, was die was die Namen angeht, weil ich finde so viele Leute, die ihre Kinder gleich genannt haben wie andere Familien. Aber ich meine, es ist ja so auf der. Wir haben das eine haben wir ja rausgefunden. Das eine war, waren ja mit den Tipps, ne, alle haben ihren Lieblingsvogel und die gesuchte Person hat als Lieblingsvogel den Pfau. Und ne, ich sehe hier die Lieblingssymbole sind mit auf den Grabstein und es gab nur einen mit Pfau und das war richtig. Und nach diesen Ausschlusskriterien müssen wir jetzt für alle anderen auch vorgehen. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass der Sarg, der das mit dem V drauf hatte, seitdem du das Grab geöffnet hast, ist das nicht mehr leserlich. Ja, weil wir das benutzt haben. Mir flüstert die ganze Zeit ein Geist ins Ohr. Also... Wir müssen nochmal. Was sind nochmal genau die beiden Hinweise für Hammer? Also bei Hammer gibt es zwei Gräber. Sein mit XXX his XXX marked grave lies in his father's row. Und er wählte den Vogel, den er liebt, als Namen für seinen Sohn. Was ist der Sohn von XXX? Nein, XXX ist der Sohn. Okay, also, weil die Sache ist, ich habe halt dieses Robin-Grab und das... Ich meine, es ist nicht direkt in derselben Reihe, es ist ein bisschen abseits. Aber ich habe das Robin-Grab mit dem Rotkehlchen und quasi daneben ist das Grab von XXX mit so einem... Falken war das, genau, mit so einem Falken drauf.
Also der Vater von XXX hieß oder heißt oder wie auch immer Bruno. Einen Bruno habe ich hier nicht. Aber das war halt auch, also XXX gehörte halt nicht zu dem Familienstammbaum von den Hammer-Leuten. Er gab, also ich, wenn ich hier nach Namen gucke, die irgendwie interessant sein können, das der einzige Name, den ich habe, der irgendwie so ein bisschen auf einen Vogel hindeutet, wäre Swanhild. Naja, und Robin, ne? Ja, das Robin-Grab habe ich schon eingeschlagen. Ich habe hier noch ein Grab von, also auch auf dem Hammerfriedhof, ein Grab von Alvin mit einem Schwan. Moment, ich habe hier einen Sarg. Das sollte sich doch eigentlich relativ easy lösen lassen. Weil da steht drauf, der letzte Nachkomme der Glasbläserlinie. Wie auch immer die Leute heißen, das ist ein komischer Name. So, und wenn ich jetzt zu denen ans Dings gehe, wo war denn das jetzt nochmal? Die Glasbläser waren welches Symbol? Halt so Feuer und halt so ein Glas mit so einem langen Stiel. Ach, das ist das, was ich als Laute identifiziert habe. Moment. Oh, der letzte Nachkomme müsste ja theoretisch in einem Stammbaum ganz unten sein, oder? Der letzte Punkt. Ja, genau. Und der letzte Punkt auf dem Stammbaum von den Glasbläsern ist XXX. Okay, vielleicht muss ich... Ich überlege gerade, dass die Friedhöfe an... Ah, ich hab Falco mit einem Finken drauf gefunden. Aber vielleicht hat es nichts zu bedeuten, auf welchem der Friedhöfe ich mich befinde. Weil es gibt mehrere Gräber mit XXX und hier habe ich zum Beispiel auch noch einen anderen Robin. Aber der letzte Nachkomme vom Glasbläser ist XXX und dann sein mit XXX gekennzeichnetes Grab liegt in der Reihe seines Vaters. Okay, und wie hieß der Vater von XXX im... bei den Glasbläsern? Das war ja Bruno. Und dann geht's wahrscheinlich weiter, oder? Ja, warte, wenn der Schlüssel liegt im XXX-Grab, aber in dem XXX-Grab, das in einer Reihe mit Bruno liegt. Das heißt, ich suche jetzt ein Grab, das XXX hat und neben dem ein Bruno-Grab ist. Aber wir sind uns schon bei den Glasbläsern, also XXX bei den Glasbläsern, der Vater ist Bruno. Korrekt, ja. Aber also es gibt insgesamt drei Gräber mit XXX und keines davon liegt in ein derselben Reihe wie Bruno. Es gibt aber einen Bruno auf demselben im selben Bereich wie ein XXX. Hm.
Soll ich auf dieses XXX mal draufschlagen, was auf demselben Friedhof Teil liegt wie Bruno? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also es ist auch der insgesamt einzige Bruno, den es auf diesem Friedhof gibt. Weil in der Reihe von Bruno liegen bei mir hier nur Machtelden, Nanke, Rodolf, Hülle und Allard. Also Machtelden ist seine Frau. Naja, dann passt das ja doppelt und dreifach, nur dann liegt XXX halt nicht daneben. Es sei denn, XXX meint eines von den vier Feldern, wo jetzt ein Name steht. Aber ich hau auf das XXX mal drauf und guck, was passiert. Nein, das war nicht gut. Dann verstehe ich das Rätsel nicht so wirklich. Naja, es müsste dann, also wenn's in der Reihe, nehmen wir mal an, XXX ist nicht der Name, sondern ein Platzhalter. Dann müsste es Nanke, Rodolf, Hüle oder Allard sein. So, die Kinder von Bruno und Machthelden hießen Wulfarde, Sybrand, Madoc und Beef Gode oder so. Ja, ich habe hier Madoc, Wilf Gode, Sybrand und Wulfarde. Ja, das ist genau der komplette Baum quasi von da, wo auch XXX ist. Ja, allerdings, XXX würde quasi noch einen tiefer liegen. Also du musst dir vorstellen, ich habe hier vier Gräber nebeneinander. Darüber habe ich nochmal vier Gräber nebeneinander. Und eins, was so ein Stückchen neben der Treppe liegt. Und ganz oben habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gräber nebeneinander. Und da liegen auch Bruno und seine Frau. Die Kinder liegen eine Ebene tiefer nebeneinander. Und noch eine Ebene tiefer liegen XXX, Reinvi, Henrik und Lidelle. Die Delte. Wie gesagt, also ich finde hier sonst niemanden, der XXX auf seinem Dings hat. Welche Namen sind denn, wenn du der Glasbläser-Stammbaum, wie viele Namen sind da insgesamt drauf? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14. 14, wenn man XXX nicht mitzählt. Ja, und ich habe hier 15 Gräber. Ich lese dir jetzt mal sämtliche Namen vor. Und du unterbrichst mich, sobald ich dir einen Namen vorlese, der nicht auf dem Stammbaum der Glasbläser steht. Also wir haben als erstes Bruno und Machtelden. Die beiden hatten wir ja schon. Dann habe ich Nanke, Rodolf, Hüle mit Doppel-L, Allard, dann die vier Kinder Wulfarde, Sybrand, Vif Gode und Madoc. Ein bisschen abseits dann Aleide. Aleide kenne ich nicht. Okay, und dann ganz unten habe ich Lidelde, Henrik, Reinvi.
Du hast so ziemlich jeden genannt, außer halt diesen einen, wo ich nicht wusste, was, also den habe ich nicht. Ich habe nämlich noch Ulrik. Ulrik. Weißt du was, dann gehe ich doch mal gucken, ob ich Ulrik finde. Also mit Ulrik hättest du dann den ganzen Stammbaum von den Glasbläsern vorgelesen. Ja, das heißt aber auf jeden Fall, dass die Friedhöfe die Stammbäume beinhalten. Und wir müssen quasi jetzt wahrscheinlich vielleicht finden, was nicht passt oder wer XXX ist. Aber was ist denn, wenn XXX der Name ist, den ich nicht kannte? Das wäre die andere Option, aber ich möchte ungern noch ein falsches Grab öffnen. Deswegen will ich erstmal wissen, wer Ulrik ist. Ich glaube, es gibt keinen Ulrik. Aber was sagt uns das jetzt? Warte mal, was hattest du gesagt? Welchen Namen kannte ich nicht? Aleide. A-L-E-I-D-E. Guck mal kurz auf den anderen Stammbäumen nach, ob ich den Namen irgendwo finde. Vielleicht ist das Grab ja trotzdem wichtig. Ja, es ist halt, ne, wir haben Ulrik und Aleide. Die passen nicht rein. Alles andere passt auf diesem Friedhof. Aleide ist zusammen mit Robin auf dem halben von mir zu sehenden Stammbaum der Glocken Blabla. Zusammen mit wem? Robin. Ja. Ah ja, auf dem Zahnradfriedhof habe ich Aleide und daneben Robin auch liegen. Okay. Also das ist auf jeden Fall eine andere Art. Es sei denn, warte mal, wenn die Aleide, wenn das derselbe Person ist und sie zweimal beerdigt wurde, dann würde das bedeuten, dass ich das Aleide-Grab öffnen darf, oder? Ich weiß es nicht. Hoffen wir aufs Beste. Aleide, es passt nicht rein irgendwie. Komm schon. Gott, das war unangenehm. Aber die Geister sind weg. Was ist passiert? Ich glaube, wir bekommen noch eine Chance. Aber diesmal müssen wir das Ganze ein bisschen methodischer angehen. Also ich hole mir als erstes mal den Schlüssel vom V. Weil das haben wir mit den Hinweisen eindeutig, ne? Sie, V ist Lieblingstier, Lieblingstier wird oben angezeigt, das wissen wir ja. Ich glaube, ich habe auch noch einen Schlüssel. Wie, du hast noch einen Schlüssel? Warte, lass mich mal kurz was gucken. Hier ist ja noch ein Grab. Ach, Grab. Ein Sarg, wo drauf steht, die
Steen, Hoover, also das sind ja die Hammer Leute, die neben ihrem Bruder schläft. So, und wenn ich jetzt zu dem Dings gehe, zu dem Stammbaum, ja gut, die hatten nur Joyster, die hatte einen Bruder und hier sind, hier ist, also hier ist, ist ein, Moment, es sind, ganz oben sind zwei, die hatten zwei Kinder und deren Familie, also die erste Familie quasi, hat nur zwei Jungs, das heißt, die können es nicht sein. Dann die andere Familie hatte einen Jungen und ein Mädchen und die dritte, also die hatten drei Kinder, sorry, und die dritte haben zwei Mädchen und einen Bruder, einen Sohn. Warum können es die nicht mit zwei Söhnen sein? Ja, weil da stand ja die. Ja gut, das könnte natürlich auch ein Übersetzungsfehler sein aus dem. This. Who wäre. Who sleeps beside her brother? Okay, wie heißt sie nochmal und wie heißt ihr Bruder? Also ich gehe jetzt mal von der Familie aus, die nur einen Sohn und eine Tochter hatten. Die Tochter heißt Ide. Lol. Und der Sohn heißt Engel, nur mit einem H nach dem G. Und das müsste auf dem Hammerfriedhof sein, richtig? Ja, korrekt. Okay, Ide und Isebrand habe ich hier. Ich habe Engel, habe ich, aber der liegt neben Gertruid. Okay, das macht aber keinen Sinn. Dann hätte ich noch die Wahl. Swanhild ist weiblich. Dann gibt es nochmal Ide und Volkert. Also F-O-L-C-A-E-R-D. Ja, warte, bleiben wir nochmal ganz kurz bei Ide und Engel. Weil es liegt zwar keine Ide neben dem Engel. Mit wem war Engel verheiratet? Mit niemandem. Das. Ach, Moment. Hä? Hold on. Also ich habe ja quasi drei Familienblöcke hier, ne? Ja. So, der linke, also der erste, sag ich jetzt einfach mal, Block heißt Ide und Engel. Und die hatten die zwei Söhne Isebrand und Robin. Also das passt alles viel zu gut. Ich habe hier die Ide, neben Ide liegt Isebrand, ein Stück weiter weg liegt Robin und gegenüber von Ide liegt Engel und neben Engel Gertruid. Ja, und Gertruid ist von dem, ist quasi der zweite Block, also ne, die zweite Familie auf diesem Baum. Und Gertrud war verheiratet mit Alvin. Und die hatten die Kinder Swanhild, Ide und Volkert. Das passt auf jeden Fall, weil ich habe hier Swanhild, ich habe nochmal eine Ide hier. Den anderen Typen, den du genannt hast, habe ich aber glaube ich nicht. Und dann die dritte Familie ist Imsoeid, die Frau. Bordwin, der Mann und die Kinder Engel oder Engel oder so wahrscheinlich und Ide. Ich meine, ich kann ja mal auf den, also da steht ja eindeutig, dass Ide neben ihrem Bruder liegen sollte. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Grab, wo Engel neben Ide liegt. Ich guck mal kurz durch.
Genau. Und das heißt, ich schlage jetzt auf das Grab von Ide. 1237 bis 1296, richtig? Ich habe keine Zahlen. Nein. Ach, stimmt. Nee, 12, stimmt. Das ist 1257, 6. Ja, hier, genau. Reinvi ist 1201. Okay. Reinvi ist 1261 geboren. Ein Jahr nach XXX. Also ist das momentan der letzte Nachkomme. Ja, ich guck gerade nochmal alles nach. Ja, aber neben XXX liegt eine Person, die später geboren ist. Reinder? Fragezeichen? Ja, wenn du... Also ich habe ja halt wesentlich mehr Namen noch. Also du hast keinen Namen genannt von der anderen Familie, die bei den Glasbläsern war. Es war richtig... Es war richtig. 1261, der Letztgeborene, ist nur auf dem Stammbaum nicht verzeichnet. Doch, ich hab einen Reinvi. Okay, ich habe auf jeden Fall... Wir haben auf jeden Fall die Glasbläser weg. Und wir haben die Uhrenmacher weg. Da wir bei den Hammern nicht weitergekommen sind, würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal als nächstes die... Wie heißen sie? Die mit dem Farbeimer, ne? Ja, genau, die mit dem Farbeimer. So, dann gucken wir mal wieder, würde ich sagen, gucken wir hier wieder Hinweise durch. Was ist der erste Hinweis? Also wieder alle Hinweise und ausprobieren, ob irgendwas davon passt. Und es ist auch der einzige Falco in dem Familienstammbaum. Here goes nothing. Well, that was nothing. Ja, dabei passt so gut. Isebrand mit einem Falkensymbol, Falco daneben. Was sagt der Hinweis nochmal genau? Chose the bird he loves as his son's name. Ja, auf Englisch macht das auch nicht mehr. Okay, dann gucken wir einfach mal. Mehr Leute, die hier nach irgendwelchen Vögeln benannt sind, habe ich nicht. Ich habe nur noch Hartwig, Isebrand, Falco haben wir weg. Bette, XXX, Ditwin. Okay, und wir suchen nach der Tochter, die neben ihrem Bruder liegt. Also wir suchen nach dem Grab der Tochter. Ja. Dann müsste es doch Gertruid sein, weil sie liegt neben Engel und das ist ihr Bruder. Ja, korrekt. Treffer. Ja, perfekt. Mein Gott, hätte ich da mal eher dran gedacht. Hauptsache, du hast überhaupt dran gedacht. Ich habe jetzt drei Schlüssel. Ich habe jetzt einen... Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Farbeimer. Ja, dann sind die beiden hier auf jeden Fall eine Kombinationslösung. Das Problem ist das mit dem Vogelnamen, weil hier ist kein weiterer mit einem... wo der Name einem Vogel gleicht, weil... Hartwig nicht, Isebrand nicht, Falco war der Einzige und der war falsch. Bette ist es nicht. Ich habe den XXX-Typen, ich habe Ditwin hier. Aber nichts davon ist. Robin ist nicht wie ein Vogel, Ermgard ist nicht wie ein Vogel und Isebrand und anderer Robin auch nicht. Vielleicht ist das einfach nur, um einen in die Irre zu führen. Okay, ich hau auf das Grab ohne Rotkehlchen drauf von Robin. 1238 bis 1307. Na toll.
Nein, 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 mir fällt gerade ein, wir haben das komplett falsch gemacht, schon beim ersten Mal. Weil wir haben ja Falco aufgeschlagen, aber das ist ja der Sohn von Isebrand. Und wir brauchen ja den Vater, also müsste es Isebrand sein mit dem komischen Habicht da. Oh, das könnte es natürlich auch sein, ne? Ja, ich guck mal. Ja, wir haben ganz am Anfang den Fehler gemacht, davon auszugehen, dass wir den Sohn brauchen. Wir brauchten den Vater. Aber ich und meine vier Schlüssel sind auf dem Weg zu dir. Oh Gott. Danke. Ich habe die ganzen Spinnen schon wieder voll vergessen. Aber Moment, ich musste die wahrscheinlich über den Eimer runtergeben, oder? Ja, bitte. Okay, Sekunde, ich renne. Ich habe mich hier nicht für Parkour freiwillig gemeldet. So. Hast du ihn? Da ist nichts drin. Für mich zum Rausnehmen. Ah, jetzt. Ups, da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Egal, ich schicke ihm jetzt einfach der Reihe nach alle runter. Hände lösen sich. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Oh. Wir brauchen noch den fünften Schlüssel. Den fünften Schlüssel? Okay. Ja, hier, ganz am Anfang habe ich ja auch vorgelesen. Fünf Schlüssel, die mit den Bewohnern unserer Stadt begraben wurden, übrig für diejenigen, die sich der bösen Krone widersetzen. Okay, aber wir haben ja nur noch einen Hinweis und müssen quasi rausfinden, welches XXX-Grab das richtige ist, richtig? Ja. Und der Hinweis dafür ist, sein mit XXX gekennzeichnetes Grab liegt in der Reihe seines Vaters. Okay, Falco und Bette waren ja ein Ehepaar und Ditwin war die Tochter von denen. Genau, weil es liegt im Prinzip alles da, außer Madoc. Und XXX bei dem Glasbläsern kann es nicht sein. Es bleibt nur, dass, also nach Ausschlusskriterium, es gibt drei XXX-Gräber, zwei haben wir ausgeschlossen, also bleibt nur das eine übrig eigentlich. Okay. Ja, weil das eine hatten wir schon mal, das war böse. Das andere haben wir per Ausschlussprinzip rausgefunden, weil wir wissen, wo der Sohn der einzigen männlichen Person da liegt. Also muss es das hier sein, weil ansonsten bleibt nichts übrig. In der Tat. Wir sind schon ein paar Teufel. Ja, es ist so ein bisschen Knoten im Hirn dabei, aber es geht. Ich bin wirklich nicht gut mit diesen ganzen Familiensachen-Dingern. Wer jetzt wie wo verwandt ist und was das für ein Verwandtschaftsgrad ist.
erreiche mir den letzten Schlüssel.